Hallo, ihr Quirlinge! Achik und seine Gefährten sind unterwegs in den Straßen Neketaka. Sie wollen eigentlich zur Messing-Zitadelle, um zu schauen, ob sie da irgendwo Maya wieder aufsammeln können. Stattdessen sind sie irgendwie aufgegriffen worden oder irgendwas ist passiert in den Straßen von Neketaka. Denn da heißt es, die Straßen in diesem Viertel sind nachts größtenteils leer. Der Widerhall schwer gepanzerter Schritte zieht sich über das Kopfsteinpflaster. Du bemerkst zwei Mitglieder deiner Mannschaft, Nia und Ushitsu, die mit dem Rücken zu dir an der Ecke vor dir hocken. Gibt's da was Interessantes? Die beiden fahren fast aus ihrer Haut. So plötzlich bist du aufgetaucht. Gute Götter, Kapitän, zischt Ushitsu. Willst du uns etwa zu Tode erschrecken? Mir ist fast das Herz stehen geblieben. Ushitsu, das ist dieser Koch. Und Nia ist ein Kanonier. Mit einem dunklen Gesichtsausdruck schaut Nia erst um die Ecke und dann wieder dich an. Hier gibt's nichts zu sehen, Kapitän. So, so. Ushitsu seufzt. Ach, sag es ihm doch einfach, Nia. Nia rollt die Augen. Wir haben einen ordentlichen Haufen Münzen gefunden, Kapitän, und wir wollen den ganz für uns haben. Ein Blick um die Ecke enthüllt einen alternden Weidevölkler, der sich im Stile eines Adligen des Dürwalds aufgetakelt hat. Das Licht der Laternen glitzert von den Ringen an seinen Fingern und Ketten um seinen dünnen Hals. Verdammt! Ich habe euch nichtsnutzend doch gesagt, dass das nicht die richtige Straße war. Seine Worte sind undeutlich, als ob die Zunge des Mannes zu schwer für seinen Mund wäre. Mehrere Männer und Frauen, alle zu schwer für dieses Klima gepanzert, begleiten den Mann. Verzeihung, Meister, wenn wir... Klappe, Dummkopf, bei Markrans Lamme. Ist es denn immer so heiß? 1000 Dux für noch ein Getränk. Die wollen ihn überfallen, oder was? Nee, das machen... Also sowas geht gar nicht. Sofort zurück zur Großgewehrlegung, bevor ich euch selbst bei den Wachen verpfeife. Ushitsu fährt zusammen, als Nia einen dicken Schleimklumpen ausspuckt, der langsam die Wand hinuntergleitet. Götter! Ei, Kapitän! Dann gehen wir eben zum Schiff zurück. Das Paar zieht ab. Ist ja unglaublich. Dich der Gruppe nähern? Eine der Wachen lehnt sich zu dem Mann. Das hier ist nicht die sicherste Straße, mein Herr. Vielleicht... Es ist deine Aufgabe, mich zu beschützen. Und nicht wie ein Schullehrer zu schwätzen. Als du näher kommst, legt einer der Wachen einen Panzerhandschuh, den er trägt, auf die Schulter des Mannes. Doch dieser windet sich aus dem Griff. Na endlich! Jemand mit ein bisschen Grips im Kopf. Er kommt auf dich zu und gestikuliert ausschweifend mit seinen Armen, während er sich mit dir unterhält. Wegen dieser Schwachsinnigen haben wir uns völlig verlaufen. Wie kommt man von hier zum Ankerplatz der Königin? So hieß es doch, oder? Ich kann ihm den Weg erklären. Ich kann Geld verlangen. Geld oder Leben. Ich habe zufälligerweise etwas zu trinken. Hast du denn noch die 1000 Goldstücke, von denen du gesprochen hast? Hä? Nee. Das ist Quatsch. Den Weg erklären. Das macht Dringil. Der kann das. Erfolg. Dringil erklärt dem Mann und seinen Wachen auf klare und verständliche Weise den Weg zurück zum Ankerplatz der Königin. Du hast meinen aufrichtigen Dank. Er verbeugt sich tief und bietet dir einen kleinen Beutel Münzen an. Für deine Mühen. 15 Gold! Wow! Also... Wenn ich jetzt eine Mannschaft aus durchtriebenen Schurken spielen würde, wenn also nur Ytvin, Dringil und noch ein paar andere von der Sorte dabei wären, dann hätte ich das vielleicht angegriffen. Aber so, es gab rollenspielerisch gesehen keinen Grund dafür, das zu tun. Deswegen habe ich es nicht gemacht, aber ich würde ganz gerne in die Messing-Zitadelle, und zwar ins Untergeschoss. Ich weiß nicht, ob ich da richtig bin. Bitte nicht noch eine Unterbrechung. Ich meine, es ist ja schön, dass hier was passiert, aber ich habe doch so viel zu tun. Das Questbuch wird irgendwie auch nicht leer. Was ist das da? Weber Otangaloa, das ist noch das Mausober von der Überlandkarte. So. Wie zu erwarten ist die gute Maya nicht hier. Ich habe keine Ahnung, wo die sein soll. Nee. Hier ist sie auf jeden Fall nicht. Vielleicht ist sie auch einfach wieder sang- und klanglos in der Mannschaft. Das kann auch sein.
Jo, dann habe ich hier nichts zu tun. Oder was? Wie geht jetzt die Queste weiter? Ich muss mit Maya reden. Das ist es, was ich machen muss. Sprich mit Maya, ja. Dann muss ich sie erstmal in meine Mannschaft wieder aufnehmen. Aber vorher würde ich ganz gerne das Kopfgeld abgeben. Das muss ich bei Barati in Schlangenkrone machen. Ich gehe da mal gerade hin und überspringe das im Video. So. Kahanga-Palast Obergeschoss, der Asparati. Ich habe mich um Ohairo gekümmert. Und Kopfgeld abgeschlossen. 2300 Kupfer Belohnung. Ikera, die See wird ruhiger, während Tangaloa sich am Fleisch der Fremden Fett frisst. Barati seufzt schwer und übergibt dir deine Bezahlung. Welche Kopfgelder hast du denn zu vergeben? Der große Aal schwimmt auf Rafik, den Rotbärtigen, zu, aber der Principi-Kapitän segelt selbst den Göttern davon. Rafik versenkt Tuana-Schiffe aus Spaß, um sie zu plündern. Das kann so nicht weitergehen. Rafik, das habe ich schon mal irgendwo gelesen, der ist mir schon mal begegnet. Ach so, ich habe mich schon um den gekümmert. Stimmt, der hatte mich mal angegriffen, glaube ich. Richtig. Ich habe mich schon um Rafik gekümmert. Ja, fertig. Tangaloa genießt jedes gute Fleisch, aber ich sage, Gerechtigkeit ist ein sättigendes Mahl. Nickend überreicht dir Barati deine Bezahlung. 2500 Kupfer. Weiter. Du hast dem großen Aal ein gewaltiges Festmahl dargereicht und sein Bauch ist angeschwollen. Für den Moment. Bis sein Hunger wieder stärker wird, ist Baratis Werk vollbracht. Barati neigt seinen Kopf und schweigt. Ja, das war schön. Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Rafik hatte mich mal angegriffen, stimmt. Ist noch gar nicht so lange her, glaube ich. Jetzt würde ich ganz gern die Helden wieder zurück an Bord der Quirling bringen. Oh, es gibt ein Level-Up. Oh, ich habe einiges zu tun. Also, Helden gehen erstmal zurück an den Ankerplatz der Königin. Ich muss irgendwie sehen, dass ich Maya in die Gruppe kriege. Ich nehme an, die ist einfach wieder in der Gruppenreserve. Wie mache ich das am besten? Nee, die Helden gehen mal zur wilden Meere. Genau. Ein Weg wird übersprungen. So, hier der wilden Meere. Warte mal. Was hast du zu verkaufen? Konnte man hier nicht... Genau. Maya ist einfach wieder da. Da geht Ytwin mal kurz weg. Maya kommt dazu. Annehmen. Und Mannschaftsmitglieder. Chemiker Kultran. Matrose. Matrose-Chirurg. Novizenkanonier. Novizenkoch. Religiöser. Religiöser Granfatarner. Ich überlege, ob ich Nia rausschmeiße. Wegen der Geschichte in der Gasse. Aus rollenspielerischen Gründen. Ich glaube, das mache ich. Also Ali wird angeworben. Und für den Koch habe ich ja genug Ersatz. So. Weg. Maya hat was zu erzählen. Dann schieß mal los. Halt, ich will hier mit dir reden. Achso, Pause zu Ende. Und Maya sagt, also, wir sind zurück. Hast du uns vermisst? Maya lächelt etwas, ihre Mundwinkel zucken dabei. Ishiza grüßt mit einem freundlichen Quäken. Wo warst du? Ach ja, diese Sache. Mit Stirnrunzeln verschränkt Maya ihre Arme und nickt gedankenverloren. Da draußen ist etwas passiert und es hat mich verändert. Maya fixiert ihren Blick auf einen entfernten Punkt. Lass mich hören. Ich habe nicht etwa ein Sendschreiben überbracht. Dieses Pergament war für mich bestimmt. Und ich habe so lange hinausgezögert, es zu öffnen, wie ich konnte. Sie verschränkt die Arme. Azura hat mir einen Namen und einen Ort gegeben. Das war alles. Wenn du dein Brot als Scharfschützin verdienst und dein Boss dir keine Erklärungen liefert, lernst du irgendwann, deine eigenen Schlussfolgerungen zu ziehen. Ich sage nichts. Der Kern der Sache ist, mein Ziel war nicht der Kapitän eines Schiffes oder ein Ogre, der einen Zaunpfahl schwingt. Es war der Ranga eines Tuana-Stamms. Sie hebt eine Augenbraue und wartet auf eine Reaktion von dir. So, ich finde das interessiert. Was habt ihr denn gegen die Huana?
Die Rowatarianer wollen hier Fuß fassen und murksen die Häuptlinge der einheimischen Stämme ab. Das gefällt Arik nicht, Maya. Also, Maya! Ach bitte, Kapitän. Du bist nicht gerade ein Pazifist. Das ist erzwungenermaßen. Das Dorf lag am Strand. Keine Anzeichen von fremder Besatzung. Ich hätte die erste Fremde dort seit einer ganzen Weile sein können. Es waren einfache Leute, die nur ihrem Leben nachgegangen sind. Können nicht mehr als 50 gewesen sein. Ihr Ranga aber, er hatte eine Stimme, die einen mitriss, die im Herzen der Leute widerhallte. Sie kneift die Augen zusammen, während sie sich auf einen weit entfernten Punkt konzentriert. Sprich weiter. Er war mein Ziel. Du kannst dir vorstellen, was als nächstes passiert ist. Maya zuckt mit den Schultern und drückt ihre Unterarme, um etwas Spannung abzubauen. Erzähl mir trotzdem davon. Ich habe einen Ort und eine Zeit ausgesucht. Morgen. Westwärts gewandt. Viele Bäume als Deckung. Das Licht war vorteilhaft für mich und wenig Wind. Er hat seine Hütte verlassen, durch das Haar eines Kindes gestrichen und ist zum Strand auf der anderen Seite der Insel aufgebrochen, um Hummerfallen zu prüfen. Ishi flog über ihm, um ihm zu folgen, und ich habe Blickkontakt gehalten, meinen Atem angehalten und auf den richtigen Moment wartend oder gewartet. Und dann hielt ich inne. Ich habe mir all diese Kapitäne vorgestellt, die ich durchlöchert hatte, und ich dachte bei mir, gehen wir so mit Zivilisten um? Werden so Kriege gewonnen? Sprich weiter. Ich habe ihm in den Hinterkopf geschossen. Er war tot, bevor er am Boden lag. Sie öffnet ihre Finger wie eine Blume, die aufblüht. Das findet Xoti gut. Weiter. Es hat ein wenig gedauert, bis seine Leute ihn fanden, aber sie haben nur Sekunden gebraucht, um zu bemerken, dass er nicht an einem schwachen Herzen gestorben war. Sie kaut auf ihre Unterlippe herum und sieht flüchtig zu Ishiza herüber. Und was ist dann passiert? Oder Option 2. Ich bin sicher, das Loch in seinem Kopf war ein schlagender Beweis. Und Maya. Azura hat mich angeheuert, weil ich sehr genau bin und mich in dieser Gegend gut einfüge. Nicht etwa, weil ich so ordentlich bin. Dieser Stamm hat mich überrascht. Sie haben sich benommen, als hätte ich ihren Ameisenhügel zerstört. Sie wurden wütend und haben sich an die Arbeit gemacht. Der alte Ranga ist auf dem Scheiterhaufen gelandet und ein neuer trat an seine Stelle. Sie hat zur Einheit aufgerufen, während die Glut noch warm war. Maya schüttelt den Kopf und grinst ein wenig. Hat so getan, als hätte ich nicht gerade ihren Boss dafür getötet, genau dasselbe getan zu haben. Mhm. Option 2. Haben wir etwa die ganze Zeit über Mordaufträge weitergegeben? Und Maya. Berechtigte Frage. Die kurze Antwort? Ich weiß es nicht. Maya sieht mit einem Stirnrunzeln zu Ishiza herunter. Azura verwendet verschiedene Codes für jeden von uns. Ich könnte mir eher Engvitanisch beibringen, als den Code eines anderen Agenten zu knacken. Also hat es den Stamm nicht durcheinander gebracht, dass ihr Häuptling getötet wurde? Sie trauerten, sie waren zornig, sie rauften sich die Haare aus, doch dann bauten sie alles wieder auf. Als ich aufbrach, haben sie bereits vom Frieden mit den anderen Stämmen gesprochen, als wäre er unvermeidlich. Ein langsames Lächeln des Erstaunens legt sich auf ihre Lippen. Hat es für dich einen Unterschied gemacht, dass der Ranga ein Zivilist war? Natürlich! Ich schieße, um Soldaten zu stören und Konflikte zu beenden. Nicht, um Ideen zu ersticken oder den Geist zu erdrücken. Das ist die Arbeit der Weilianer. Die machen das aber mit Geld, statt mit Projektilen. Das ist ein kleiner Unterschied. Rawatai kann davon lernen und das nächste Mal eine etwas bessere Wahl treffen. Und Maya. Ich schätze, das hängt davon ab, wie sehr man Azuras Plan vertraut. Seufzend spielt Maya mit einer losen Locke an ihrem Dutt. So. Sprich mit Maya nach ihrer Rückkehr, habe ich gemacht, anstatt dass Azura bricht. Muss ich da wieder hinlaufen? Grrr. Wenn es dir nichts ausmacht, doch es macht mir allmählich was aus. Würde ich mir das gerne eine Weile lang durch den Kopf gehen lassen und sehen, was dabei herauskommt. Danke jedenfalls, dass ich bei dir etwas Dampf ablassen konnte. Wir sollten mit Azura sprechen. Er soll erfahren, dass ich seiner Bitte nachgekommen bin. Gib mir einen guten Grund, warum ich das nicht im ganzen Todesfeuer herum erzählen sollte. Maya blinzelt langsam mit leerem Gesichtsausdruck. Sie ist still, um dem Moment die nötige Schwere zu verleihen. Du hast keine Beweise. Ich werde alles leugnen und die Marine wird vergessen, dass sie mich je kannte. Maya verschränkt ihre Arme. Drei Gründe. Und jetzt lass mich allein, Kapitän. Ich muss meine Kanone reinigen. Maya wendet sich von dir ab und sagt nichts mehr. Was findet
Xoti toll. Ich fand das jetzt nicht so toll, wenn ich ehrlich sein soll. Und Arik fand es auch nicht so toll. Ist diese vermaledeite Quest jetzt endlich zu Ende? Ich muss noch mit Azura reden. Ruf des Kurias. Da muss ich wieder zurück. Ach, da war ich doch gerade. Na gut, die Helden machen sich wieder auf zu Azura und den Weg dahin überspringe ich. Hi. Klarer Himmel, Bruder Arik. Azura neigt seinen Kopf und blickt dich ohne zu blinzeln an. Maya hat etwas mit dir zu besprechen. In der Tat. Ich hoffe, wir kommen siegreich zurück. Er wendet sich mit einem unerschrockenen, fast schreizüchtigen Blick zu ihr. Ein Gesichtsausdruck, der ihren wiederzuspiegeln scheint. Und Maya, auf jeden Fall ist die Sache erledigt. Ich überlasse dir die Entscheidung, was Sieg heißt. Ich sage nichts. Und Azura, ich bin sicher, Harama würde zustimmen. Es geht ihm schließlich gut, dank deines entschlossenen Eingreifens. Er neigt den Kopf zur Seite. Tuaha meldet Erfolg und schickt dir ihren Dank für dein schnelles Einschreiten. Du hast deinen Landsleuten ausgezeichnet gedient. Für eine Grabenzieherin gibt es keine größere Ehre. Er nickt ihr zu und betont seine Worte. Aber was ist mit deinem eigenen Auftrag? Naja, du hast Maya geschickt, um einen Mann zu töten. Gut, Arik nimmt auch Kopfgeldaufträge an, aber da hat er wenigstens mit einem Schiff es zu tun, mit einem Kapitän und einer ganzen Mannschaft. Das ist ein bisschen ehrenwerter, als jemanden hinterhältig zu erschießen. Nichts sagen? Und Maya, nichts, was ein Berg Bronze-Oas nicht heilen kann. So. Erschatter Azura bricht, habe ich gemacht. Ist die Quest jetzt damit abgeschlossen? Jawohl, ist sie. Rawatai weiß deine Dienste zu schätzen. Und ich auch. Und ich wüsste keine bessere Belohnung für die beste Schützin des rauen Landes als dieses Stück. Er zieht eine arge Buse unter seinem Schreibtisch hervor und überreicht sie dir mit steifer Frömmigkeit. Das ist die arge Buse 3 Glocken weiter. Aha, weiter. Und ich werde euch nicht länger aufhalten. Ich weiß, dass ihr beide noch einiges zu erledigen habt. Danke. Sehr schön. Das gab auf jeden Fall kräftige Erfahrung. Und Maya möchte mit mir reden. Das machen wir natürlich nicht unter den Ohren von Azura. Sondern irgendwo im Kerker. Ja, das ist lauschig. Maya. Sie sagt, ich glaube, ich muss etwas klarstellen. Maya verschränkt ihre Arme und klopft mit ihren Knöcheln gegen ihren Bizeps. Geht es um deine Mission? Ja. Ich habe viel darüber nachgedacht. Ich bin nicht in dieses Geschäft eingestiegen, um in einem Kampf zuerst zu schießen, der nicht einmal begonnen hat, verstehst du? Ich kann es gut begründen, dass meine Arbeit gerechtfertigt war, aber Götter, ein Attentat ist ein großer Schritt in eine unsichere Richtung. Wir schießen auf Menschen mit gefährlichen Ideen und hoffen, dass ihre Ideen mit ihnen sterben. Guten Morgen. Ich nehme an, du hast dir diese Art von Fragen nie gestellt, als du noch in der Marine warst. Und Maya, es ist ein wenig anders, wenn ein gegnerisches Schiff vor einem wendet und sich seine Kanonen wie Spinnenaugen glitzernd in dein Sichtfeld drehen. Da hat man nicht die Zeit für tiefgreifende moralische Diskussionen. Du hörst dich zwiegespalten an. Und Maya, Ishiza kann ganz gut zuhören, aber er ist zu dumm, um mir seine Sichtweise anzubieten. Ich könnte deine ganz gut gebrauchen. Maya wirft dir einen fragenden Blick zu. Was kann ich denn sagen? Ich kann sagen, ich habe Bedenken, dass ein Attentat die falschen Signale sendet. Das ist ja sehr vornehm ausgedrückt. Option 2, Kugeln sind billiger als Armeen. Du sparst Leben und Ressourcen. Nummer 3, die Entscheidung für diesen Pfad lässt sich nur schwer verteidigen. Die Geschichte wird gnadenlos urteilen. Und viertens, Rawatai kann nicht mithalten mit den finanziellen Mitteln der Valianer, die Zahl der Prinzipi oder der Zahl der Prinzipi oder der Macht der Huana. Das ist eine Rechtfertigung quasi. Und fünftens, ich habe zu der Sache keine eigene Meinung beizusteuern, tut mir leid. Nee, Arik tendiert entweder. Also. Option 3. Die Entscheidung für diesen Pfad lässt sich nur schwer verteidigen. Die Geschichte wird gnadenlos urteilen. Und Maya, wir behalten also die langfristigen Ziele im Auge und opfern dafür schnelle, leichte Gewinne. Hä, verstehe ich nicht. Sich selbst zunickend wirkt Maya eher entschlossen als gedankenverloren. Sie knackt mit dem Knacken, kugelt mit den Schultern und atmet erleichtert aus. Ich habe nicht den Eindruck, dass ich jetzt irgendwie das gesagt habe, was ich, oder das bewirkt habe, was ich bewirken wollte, aber ich kann es nicht zurücknehmen.
Ich denke, die Gesellschaft muss jede Gelegenheit beim Job verpacken, selbst wenn es Unstimmigkeiten mit den Einheimischen bedeutet. Wenn wir Azuras Wege gehen, dann sollten wir uns besser sicher sein, dass es einen Unterschied macht, die richtigen Leute zu töten. Verdammt sicher. Und wenn wir auf das zurückfallen, was wir kennen, Kanonen, Belagerungen, Besetzungen, sollten wir besser darauf vorbereitet sein, gegen ein bewegliches Ziel zu kämpfen. Wir werden nie erfolgreich sein, wenn wir die Stämme nicht verstehen. Und etwas sagt mir, dass wir das noch nicht erreicht haben. Rabatai sollte diese Prüfung seines Werts annehmen. Das höre ich mich schon an wie ein Makran-Priester. Und Maya, du klingst wie die Propaganda in unserem Heimatland. Andere Fragen? Nee, okay, lass es hier verschwinden. Gut, dann ist das erledigt. Was ist das schon wieder? Maya räuspert sich einmal und noch einmal und hebt dann ihre Augen zu deinen empor, als sein Blick in ihre Richtung schweift. Du wolltest etwas? Ist dir etwas... Was? Warte mal. Du hast doch versucht, meine Aufmerksamkeit zu wecken. Und Maya. Was, ich? Maya lacht leise und verschränkt die Arme. Ich werde es jetzt einfach aussprechen. Du bist halbwegs in Ordnung. Maya schürzt die Lippen und betrachtet dich prüfend von Kopf bis Fuß. Option 2. Nur halbwegs, ist das alles? Und Maya. Ein Kapitän ist erheblich besser als meine übliche magere Ausbeute. Eine Bande von unreifen Studienabbrechern, die Seemann spielen. Rein hypothetisch gesprochen, meine ich. Sie räuspert sich. Oh, die baggert gerade. Hast du jemals... Puh. Eine dumme Frage, aber ich werde sie dennoch stellen. Maya verschränkt die Arme und verschiebt das Gewicht von einem Bein auf das andere. Bist du jemals jemandem nahe gekommen, auch wenn es nicht normal war? Was? Es ist einmal ein Gott auf mich getreten. Es gefällt mir. Erstaunlicherweise kann Arik sagen, du meinst wie zum Beispiel mit einem anderen Mann? Ich weiß nicht, warum Arik jetzt mit einem Mann argumentieren kann. Ich kann mich nicht daran erinnern, bei der Charaktererschaffung irgendwie eine sexuelle Präferenz angegeben zu haben. Nee, Option 1 gefällt mir viel zu gut. Es ist einmal ein Gott auf mich getreten. Ja. Ja, und das bedeutet dann auch schon das Ende von normal, oder etwa nicht? Ich rede von einem Szenario, bei dem der Unterschied im Rang dazu führen kann, dass man den Landgang nicht richtig genießen kann. Du meinst ein Rendezvous zwischen dem Kapitän und jemandem aus seiner Mannschaft? Ja, damit ist so gut wie alles gesagt. Ich versuche hier nur die Richtung des Windes zu überprüfen. Es ist am besten, nicht zu viel über die Sache nachzudenken. Ich kann sagen, ich glaube, es ist wichtig, dass wir Freunde bleiben. Der Rang spielt eine große Rolle, das führte zwar nur zu Komplikationen, oder die Winde sind ruhig, aber das könnte sich ganz was ins ändern. Und auf der Großquirligen stellt der Kapitän die Regeln auf. Also, Maya ist überhaupt gar nicht im Fokus von Arik und das, was sie mit diesem Attentat da abgezogen hat, das hat ihn auch etwas, wie hätte man das, irritiert, um es vorsichtig auszudrücken. Deswegen ganz, ganz, ganz frontal. Ich glaube, es ist weit wichtiger, dass wir Freunde bleiben, Maya. Und sie, du musst nicht mehr sagen, ich werde dir ein wenig Raum zum Nachdenken geben. Komm, Ishii. Maya schnalzt mit der Zunge, um Ishiza herbeizurufen. Bewusst drängt sie dich an den Rand ihrer Aufmerksamkeit. Das hast du dir selber zuzuschreiben, tut mir leid. So, was für ein Gelaber. Jo, Maya wird dann aus der Gruppe wieder rausgeschmissen. Ytwin kommt dazu. Die Helden sollten einmal rasten, weil ihr der eine Wunde hat. Außerdem habe ich ganz, ganz viele Stufenaufstiege zu machen. Und damit geht's los. Ganz gleich am Beginn vom nächsten Teil. Bis dahin.